Und jetzt wird es wild bei uns. Koch Daniel Hagen-Wolf ist da und kocht jetzt einen Hirsch. Nicht einen ganzen, ne? Hallo, grüße Sie. Was machen wir genau? Nein, wir kochen heute Abend einen Hirschrücken im Kürbiskernmantel und das Ganze mit einer Feigensoße und einer Birnenkartoffel. Wo kriege ich so einen Hirsch her? Wir kriegen beim jeden Wildhändler, beim Jäger, um die Ecke im Ort, auf dem Forstamt. Da kann man überall schön Hirsch einkaufen. Kann man einkaufen. Was kostet das ungefähr pro Kilo? Also wir haben jetzt bezahlt kommt auf die Jahreszeit immer drauf an, zwischen 25 und 35 Euro. Je nach Region ist es schon unterschiedlich. Mhm. Ja. Gut. Wie fangen wir an? Genau, wir haben hier den Hirschrücken, was so ein bisschen das edelste Teil nach dem Filet ist vom Hirsch. Und den haben wir jetzt hier einfach nur ein bisschen plattiert. Dann wird er gesalzen. Pfeffer auf beiden Seiten. Dann streichen wir das Ganze mit Senf an, weil wir möchten da, dass die Kruste schön hält. Schön mageres Fleisch. Ja, auf jeden Fall. Ökologisch, biologisch. Es war, wie gesagt, nur im Wald draußen. Hat ein schönes Leben gehabt. Und schöne Gräser und Kräuter gefuttert. Dementsprechend schmeckt es natürlich auch ganz lecker. Wie gesagt, jetzt panieren wir das in so einem klein gemahlenen Kürbiskern. Dann braten wir das hier schon mal in der Pfanne an. Kann man die eigentlich so kaufen oder macht man selber im Mixer? Kann man machen, ne? Genau, wir haben die jetzt selbst im Mixer gemacht. Ja, ja, einfach nur kurz geschreddert und dann sehen die dann so aus. Genau. Das braten wir jetzt kurz an. Ja. In der Zwischenzeit können wir uns ja schon mal um die Soße kümmern, beziehungsweise machen wir gleich mit. Für die Soße haben wir eine Feigensoße vorbereitet. Wow. Dafür brauchen wir unsere Feigen. Die haben wir schon mal hier. Dann Zucker zum Karamellisieren. Dann haben wir einen Wildfond. Und zum Ablöschen haben wir hier noch einen schöne Likör. Mit dem man schön ablösche. Und dann kochen wir das Ganze ein und es wird am Schluss noch mit ein bisschen Butter verfeinert. Wie ich Sie kenne, haben Sie jetzt den Wildfond selber gekocht? Der Wildfond ist aus den Knochen gezogen worden, genau, das ist richtig. Wenn ich aber jetzt nur so diesen Rücken gekauft habe, geht ja auch, ne, und nicht den ganzen Hirsch, kann ich auch so einen Wildfond fertig kaufen? Ja, also im Handel kriegt man mittlerweile sämtliche Fonds zu kaufen, auch einen Wildfond. Und wenn man aber sich einen Hirschrücken kauft, kriegt man Knochen und dann kann man sich einen schönen Fond dabei ziehen. Alles klar. Genau. So, hier haben wir schon einmal umgedreht. Genau. Wir haben umgedreht, unseren Hirschrücken ist jetzt, dann braten wir jetzt von der anderen Seite auch noch mal ganz kurz an. Und dann geben wir den jetzt bei 160 Grad für 8 Minuten in den Ofen. Das machen wir gerade mal schnell. Gut. Mach auf. So. Bitte schön. Genau. Da kann der so ein bisschen nachziehen, genau, und bleibt vor allen Dingen warm, ne? Genau, beim Anbraten, was jetzt gerade hier passiert ist, hat sich das Fleisch ein bisschen zusammengezogen. Und der Hirsch kann jetzt schön ruhen und dann wird sich der Fleischsaft wieder schön nach außen verteilen. So, dann karamellisieren wir, wie gesagt, die Feigen. Die Feigen kommen hier rein in dieselbe Pfanne. Die haben wir geschält vorher, ein bisschen klein. Genau, die sind nur geschält. Ja. Nur geschält, ein bisschen klein geschnitten. Und dann kommt jetzt der Zucker dazu zum Karamellisieren. Den lassen wir jetzt gerade ein bisschen karamellisieren. Man braucht unbedingt frische Feigen oder würden auch getrocknete gehen? Nee, nicht so gut. Nee, nicht so toll. Nicht so toll. Frische Feigen sollte man schon nehmen, dass das passt. Ja. Genau. Man sieht jetzt schon auch den schönen Karamell. Den lassen wir jetzt ein bisschen schön angehen. Dann löschen wir das Ganze mit einem Portwein ab. Sehr lecker. Wir müssen nur aufpassen, dass der Karamell nicht zu dunkel ist. Wenn er so schön goldbraun ist an den Ecken, überall, können wir ablöschen. Dann lassen wir das kurz reduzieren. Geben unseren Wildfond dazu. Das muss man nicht dauernd rühren. Nein, also, nein. Die Soße lassen wir jetzt einfach ein bisschen einkochen. Und dadurch gibt es einen ganz tollen Geschmack. Also ich habe Wildfond schon mal gekauft. Das war viel flüssiger. Das war einfach nur so eine Art Brühe. Ne? Genau. Das ist ja sehr dicklich jetzt. Wir haben ihn schon ein bisschen leicht gebunden. Einfach, dass wir hier in der kurzen Zeit die Soße schneller fertig kriegen. Trick, okay. Genau. Mit Speisestärke, oder was? Mit Speisestärke, ja, okay. Genau. Jetzt machen wir hier noch eine kleine Butterflocke dran für den Geschmack. Und lassen die Soße jetzt einfach ein bisschen reduzieren. Eventuell müssen wir sie mit Salz, Pfeffer noch ein bisschen nachwürzen. Ich könnte ja schon mal probieren, oder? Die Soße? Nee, noch nicht. Die Butter muss ich erst verteilen. Genau, kurz Augenblick manchmal noch warten, dann passt das. So. Und jetzt machen wir noch schnell unsere Birnenkartoffeln. Birnenkartoffeln, genau. Da bin ich jetzt echt gespannt drauf. Hier schon mal vorbereitet. Wir zeigen dir aber noch mal, wir haben mehlig kochende Kartoffeln. Ja. Die haben wir einfach nur gekocht, gepellt, durch die Kartoffelpresse gedrückt. Da kommt jetzt dann eine Spur Muskatnuss dran. Da können wir ruhig eine halbe Muskatnuss reinmachen, weil es schön muskatlastig ist. Die Kartoffel hat jetzt nicht so einen großen Eigengeschmack und mit der Muskatnuss können wir das gut abwürzen. Dann kommen zwei Eigelb hinzu. Ein Esslöffel Speisestärke und ein bisschen Salz.
Das ist quasi eine Krokettenmasse, was wir jetzt hier gemacht haben. Könnten wir jetzt auch Kroketten machen? Mhm. Das Ganze vermischt haben wir dann hier. Ich dachte, ich soll es jetzt mischen. Genau. Und jetzt formen wir uns erstmal kleine Bällchen. Mhm. Und aus den kleinen Bällchen formen wir dann eine kleine Birne. Die wir dann melieren. Ist gar keine Birne drin. Nein, da ist keine Birne drin. Aber ja, zum Bild passt ja immer gut eine Preiselbeerbirne an der Stelle. Und deswegen haben wir dann hier jetzt auch die Birne in Form, die wir jetzt dann kurz hier panieren. Ist ja raffiniert. Also die Birne sparen wir uns und machen so eine Schummelbirne aus Kartoffeln. Eine Schummelbirne. Aber brauchen wir ja auch zum Bild dazu. Genau. Haben Sie das erfunden? Ja. Nein, witzig. Das hat man in der Schule früher schon gelernt. Wir haben jetzt auch Kartoffelwoche bei uns im Odenwald, die Odenwälder Kartoffelwoche. Und da bieten wir dann solche, sage ich mal, etwas anderen Kartoffelgerichte an. Total lustige Idee. Und das ist ja auch nett. Da haben Sie jetzt da noch eine Nelke reingesteckt. Genau, das wäre jetzt der nächste Schritt. Und zwar brauchen wir hier ein Stück Spaghetti. Das gibt der Stiel. Und dann haben wir noch Nelken. Das soll den Schrunk darstellen. Natürlich soll man jetzt Spaghetti-Stiel und auch die Nelke nicht unbedingt mitessen. Es geht hier rein um die Optik. So. Aber die ist ziemlich lustig, finde ich. Genau, und jetzt geben wir die, wie gesagt, hier in unser heißes Fett. Was für Fett ist das? Das ist ganz normales Rapsöl. Ja. Das haben wir erhitzt. Und tun die quasi jetzt dann ganz kurz frittieren. So eine halbe Minute, je nachdem, wie heiß natürlich auch das Fett ist. Mhm. Und dann ist unsere Kartoffel dann schon fertig. Und wir können sie warm halten im Ofen, bis wir dann essen möchten. Verrückt. Also gar ist es ja im Grunde schon, war ja eine Art Kartoffelbrei, ne, was da drin ist. Und genau. Muss einfach von außen noch schön. Das ist im Prinzip eine ganz normale Krokettenmasse, die wir gemacht haben. Und das passt natürlich dann auch super zum Hirsch. Total lustig. Aber jetzt, Frau Brüning, dürfen wir mal die Soße probieren. Und das ist sehr schön. Ich hatte mal einen Löffel eben da. Hatten wir noch da, ja. Ist irgendwie weggekommen. Den Senflöffel nehme ich nicht. Nein, wir haben hier noch einen Löffel. Ah, Sie haben ihn genommen, den Butterlöffel. Der Butterlöffel, bitte schön. Sie können die Soße mal probieren. Jetzt müssen wir entscheiden, ob wir eventuell noch ein bisschen Salz, Pfeffer dran machen. Oh, muss ich entscheiden? Ich finde noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ein bisschen Salz, aber ich bin auch Salzfan. Was meinen Sie? Jetzt bin ich gespannt. Salz und Pfeffer geht beides, genau, ne? Genau. Mhm. Wir würzen das Ganze noch ein bisschen mit Salz, Pfeffer ab. Und dann können wir auch schon langsam ans Anrichten gehen. Mhm. Nach unsere Kartoffeln müssen wir natürlich noch mal schauen, wie die aussehen. Toll. Ja, die Kartoffeln sind... Die Birnen sind reif. Die Birnen sind reif. Die machen wir hier mal zum Abtropfen auf ein Zebertuch. Und das sehen die schon mal toll aus. Wie gesagt, wir können sie jetzt noch warm halten. Die kann man auch ein bisschen vorbereiten. Und dann ist es eine ganz tolle Sache. Oh, die breche ich jetzt gar nicht an. Die sehen so schön aus. Die werde ich gar nicht probieren. Die sehen so hübsch aus. So, aber jetzt haben wir unsere Feigensoße, die wir jetzt hier mal anrichten. Aha, erst die Soße. Ein Bett für den Hirsch. Dann die zwei Kartoffeln. Mhm. Und jetzt brauchen wir noch den Hirsch. Den Hirsch. Mein Löffel ist schon wieder weg. Ich wollte gerne noch mal probieren. Ah, der ist da. Gleich fällt er rein. Nee, jetzt ist er. So, bitteschön. Dankeschön. So, dann legen wir den Hirsch jetzt noch hier mal dran. Den Hirsch probiere ich nachher, weil wenn ich jetzt Hirsch esse, dann kann ich überhaupt gar nicht mehr weitersprechen. Aber ich probiere das mal. Das sieht auch total lecker aus. Die Kruste? Die Kruste. Kruste. Kruste ist super lecker. Kruste mit Soße ist auch super. Hirsch probiere ich gleich. Vielen, vielen Dank. Das passt. Wolf, Herr Wolf. Wolf Wunderbar. Kocht Hirsch. Wolf kocht Hirsch. Danke dafür.